So, Freunde, was geht ab? John ist am Start mit meinem allerersten richtigen Black Ops 4 Gameplay-Commentary auf meinem Channel. Vorab vielen lieben Dank und viele liebe Grüße gehen raus an Activision, dass ich jetzt hier Gameplay-Material verwenden darf. Mir wurde nämlich einiges Material zugeschickt. Ich glaube, 3-4 Runden wurden mir zugeschickt. Aus denen kann ich die besten Sachen rausschneiden. Leider nicht von mir erspielt, sondern von irgendwelchen Mitarbeitern, Pressesprechern. Ich habe keinen Plan, von wem das erspielt worden ist. Aber vielen lieben Dank, dass jetzt hier mit rund ich euch endlich auch mal Black Ops 4 Gameplay zeigen kann. Ich habe das Gameplay jetzt schon seit Monaten bei mir, aber es gab nicht wirklich viel zu bereden zu BO4 und deshalb dachte ich mir, spare ich mir das Ganze auf, bis es was zu bereden gibt und jetzt ist es soweit, denn die Beta wurde angekündigt. Die Beta zu Black Ops 4 wurde angekündigt. Einige Infos dazu, wann es rauskommt, was die Beta beinhalten wird, wie man die Beta spielen kann und so weiter und so fort. Wirklich ganz viele Sachen, was bei der Beta verfügbar sein wird, also wie viele Maps, welche Maps, alles habe ich mir aufgeschrieben in unserer schönen Liste hier. Referatstyle John ist wieder am Start und ich werde euch das Ganze heute hier vortragen. Plus am Ende gibt es auch noch eine kleine Beta-Key-Verlosung. Da habe ich ein paar Keys für euch und die werde ich am Ende verlosen. Deshalb bleibt auf jeden Fall dran und wir fangen direkt an mit dem Thema. Punkt 1, das Wichtigste, wann kommt der ganze Spaß raus? Wann ist das Ganze verfügbar? Das erste Beta-Wochenende ist auch schon am 3. August. Das heißt, in weniger als 3 Wochen geht der ganze Spaß schon los. Ist ein Freitag und geht dann um 19 Uhr los. Man kann es dann wahrscheinlich schon 1-2 Tage vorher downloaden und um 19 Uhr kann man dann online zocken. Mal gucken, ob es die Server hinbekommen oder ob man dann erst am Samstag irgendwie zocken kann. Werden wir dann mal gucken. Und es endet dann am 6. August. Und das erste Wochenende ist PlayStation exklusiv. Das heißt, nur PlayStation-Spieler können an der Beta teilnehmen. Ihr wisst Bescheid, Activision hat mit Sony Verträge und somit hat PlayStation ja extra Rechte. Und die Beta ist Vorbesteller-only, das heißt, es ist eine Private-Beta, sie ist nicht öffentlich, man kann nicht for free dran teilnehmen, sondern man muss das Spiel bestellt haben. Ist aber alles halb so wild, weil wenn nur einer aus deinem Freundeskreis das Spiel Black Ops 4 vorbestellt hat, könnt ihr alle die Beta spielen, denn es wird, ich gehe zu 99% davon aus, wie in IW und in BO3 so sein, dass wenn ein Kumpel von dir einen Code hat und er den einlöst, bekommt er dann 5 weitere Freundescodes und somit ist das einfach irgendwann ein absoluter Überfluss an Codes. Ganz Twitter ist voll mit Verlosungen. Hier nochmal 30 Beta-Codes, hier nochmal 1000 Beta-Codes. Also macht euch da eigentlich mal keine Sorgen. Wenn ihr euch da ein bisschen darum kümmert, werdet ihr da schon teilnehmen können. Es gibt dann auch so ein paar Tricks, dass man das Ganze dann auf Amazon vorbestellt, storniert und so weiter und so fort. Damit möchte ich mich jetzt hier aber nicht beschäftigen. Das war das erste Beta-Wochenende. Das zweite Beta-Wochenende ist dann für alle Plattformen, PlayStation, Xbox und PC und geht dann am 10. August los. Das heißt direkt das nächste Wochenende wieder um 19 Uhr und endet am 13. August, Montag, 19 Uhr. Genau der gleiche Spaß. Plus die Open Beta für den PC startet am 11. August, glaube ich, auf Battle.net, Battle.info, keine Ahnung. Ich glaube aber, dass es nicht auf Steam ist. Das stand irgendwo. Nicht auf Steam, sondern Battle.net. Ich kenne mich nicht aus mit PC-Sachen. Das sollte aber gesagt sein. Das waren jetzt die beiden Beta-Wochenenden. Dann wurde noch was weiteres angekündigt, was ich sehr interessant finde, nämlich einen Blackout-Beta, also eine Battle-Royale-Beta. Und die kommt im September. Das heißt August Multiplayer-Beta, 2 Wochenenden, September Blackout-Beta und Oktober kommt ja dann schon das Spiel raus. Finde ich sehr cool, dass sie das splitten und finde ich auch besonders cool, dass sie überhaupt eine Beta zeigen. Ich weiß gar nicht, wie man eine Beta zu einem Battle-Royale machen soll. Macht man dann irgendwie nur eine begrenzte Map? Sperrt man irgendwie ein paar Teile ein? Gibt es noch nicht alle Waffen? Gibt es noch nicht alle Fahrzeuge? Wie macht man das? Weil man möchte ja nicht zu viel jetzt schon zeigen. Oder möchte man das? Ich weiß es nicht. Ich bin sehr gespannt, wie das Ganze servertechnisch laufen wird, wie das Ganze ablaufen wird, wie die Reaktion der Community ist. Freue ich mich extremst drauf. Das war es jetzt zu den ganzen Zeiten, Infos, wann was rauskommt. Jetzt zur Multiplayer-Beta nochmal zurück. Die Multiplayer-Beta beinhaltet 6 Maps. 6 Maps sind in der Beta spielbar. Und das ist, denke ich mal, schon mal ein Statement. Wenn wir mal zurück uns an World War II erinnern, zum offiziellen Release von World War II gab es 9 Maps. 9 Maps. 60 € Spiel, 9 Maps. In der Beta bekommen wir schon mal 6 Maps. Das ist sehr interessant. Von diesen 6 Maps kennen wir schon 4. Aber 2 komplett frische, neue kommen auch noch dazu. Dann Modis, die spielen, beziehungsweise Modi, das ist ja die Mehrzahl schon, die spielbar sind, sind 5. Auch sehr interessant, ich glaube, sonst waren es immer 3. Team Deathmatch, Herrschaft und Abschuss bestätigt, wenn mich nicht alles täuscht. Jetzt sind es 5. Team Deathmatch, Herrschaft, Stellung, Suchen und Zerstören und Control.
Control ist der neue Modus. Keine Ahnung, was das ist. Aber interessant, 5 Modi direkt zum Start der Beta. Das war es jetzt eigentlich alles so rund um zur Beta. Jetzt nochmal ein kleines Recap, was BO4 so ausmacht und wie BO4 sein wird. Boots on the ground, aber fast pace. Heller schnell, wenn ihr die Gameplays im Hintergrund seht. Unfassbar schnell, farbenfroh, richtig knackig. Alleine der Hitmarker-Sound. Alter, also wenn der Kopf wenn dieser Sound, ich werde wahnsinnig. Ich höre, das ist das Geilste, was es gibt, dieser Headshot-Sound. Ja, Boots on the ground, schnell, fast pace, helle Maps. Das mal so overall zur Grafik. Nächster Punkt, Pick 10 System. Man kann sich das Ganze wieder komplett selbst variieren. Man kann 10 Aufsätze rauf machen, man kann keinen Aufsatz spielen, man kann 1000 Perks spielen, man kann keinen Perk spielen, man kann 3 Nades spielen, man kann keine Nades spielen. Unfassbar geil. Der dritte Punkt sind Spezialisten sind wieder zurück. Die Neuerung ist nur, dass die Spezialisten teambasiert sind und dass die Spezialisten nur einmal pro Team verwendbar sind. Es können nicht 5 Leute den Flammenwerfer spielen, Beispiel Black Ops 3. Das wird nicht mehr passieren, sondern jeder kann nur noch einen spielen und sie sind nicht so OP Gunfight Kill technisch, sondern sie sind eher teambasiert. Flaggen einnehmen, dass man da was draufstellt, dass das Team supportet, was dein Team heilt und so weiter und so fort. Also so ein bisschen mehr Overwatch-mäßig. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt irgendwie komplett... Ich habe Overwatch nie gespielt. Ich habe es, glaube ich, irgendwo mal gehört, dass es irgendwie so sein soll. Aber wollen nicht weiter rumquatschen. Die nächste Sache ist das Gear. Und das ist neu neben der Stun und neben der Granate, beziehungsweise einer Sache, die man sich davon auswählt, soweit ich das richtig verstanden habe, gibt es dann sowas wie Cosmic Device, dass die Score-Sticks günstiger sind, Stimshot, schnelleres Heilen und Akustik-Sensor-Soundtouren. Ich weiß nicht, ob es das komplett war oder ob es da noch mehrere Gear-Sachen gibt. Ich gehe stark davon aus, dass da noch weitere Gear-Sachen gibt. Und wenn nicht, kommen sie noch im Laufe des Spiels dazu. Und das gibt dem Ganzen nochmal eine ganz anderen Spielerlebnis. Das hat nochmal eine ganz andere Ebene. Und das ist zu diesem Pick-10-System immer dabei. Da kann man sich immer eine Sache aussuchen. Und abschließend nochmal zu den Waffen. Die Waffen sind erlernbar. Das heißt, die haben ein Waffen-Pattern, was man erlernen kann. Und auf ihre eigene Art sind sie alle individuell. Und das hört sich auch sehr, sehr, sehr nice an. Das war es jetzt alles rund um die Beta, rund um nochmal Black Ops 4, einen kleinen Recap hier. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es würde mich riesig freuen, wenn ihr dem Video einen fetten Daumen nach oben gebt. Ich hatte richtig Spaß gerade beim Aufnehmen, beim Reden. Ach, irgendwie was Frisches war das Ganze. Ohne Scheiß, das hat sich richtig gebockt. Jetzt kommen wir noch abschließend zur Verlosung. Da müsst ihr einfach Hashtag BetaJohn in die Kommentare schreiben. Und ich werde mir dann eine Woche vom offiziellen Beta-Release, werde ich mir dann 3 Glückliche raussuchen. Und diese 3 werde ich dann privat kontaktieren, anschreiben und ihre Codes zusenden für ihre jeweilige Konsole. Das ist der Plan. Kommentiert Hashtag BetaJohn. Lasst gerne noch ein Like da und ein kostenloses Abo. Das ist jetzt nicht Pflicht, aber wäre natürlich cool. Ich bin jetzt raus, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, haut rein, ciao, ciao.